Gibt es später noch eine Übersicht, wo ich sehe, dass noch irgendwo, wenn du sagst, es gibt diese geheimen Bienenmänner? Gibt es da später noch eine Übersicht, dass ich sehe, wo es noch geheime Bienenmänner gibt? Ich bin der, der die Gegend ausschmücket. Oder alle Münzen hat, das muss irgendwas anderes sein. Ja, es kann zum Beispiel so eine geheime. Oh Gott, Wasser. Oh Gott, dumm, Mädchen. Njam. Nein, verpasst. Eine verpasst. Nein, komm wieder. Jetzt weiß ich nicht. Okay, hätte sein können. Siehst du irgendwo den Lebenspunkt? Ich sehe keine Lebenspunkte. Ich habe keine Lebenspunkte im eigentlichen Sinne. Ich kann, glaube ich, so oft sterben, wie ich möchte. Aber was meinst du mit Lebenspunkt? Ich habe halt zwei Leben. Ich kann einmal, solange ich halt meine kleine Fledermaus habe, kann ich fliegen. Und wenn ich einmal getroffen werde, verliere ich meine Fledermaus. Und dann kann ich noch einmal getroffen, also dann werde ich halt beim nächsten Treffer tot sein. Schwimmbad-Feeling. Oh, nein. Gucken, ob das auch... Fast. Muss... Von der anderen Seite. Nein, das wollte ich nicht, ist egal. Njam. Ah, jetzt komme ich nicht an die rote Münze da oben ran. Die rote Maus. War das jetzt von den ehemaligen Machen für Menschen Kazooie? Ja, genau. Nee, das ist scheinbar, also hatte Chucky auch gesagt, das ist von den Leuten, die mal bei Rare gearbeitet haben. Drei Münzen! Der Münzenmann freut sich. Oh. Ah nein, Gott, Wasser. Fische sind jetzt tot. Aber ich kann. Ah, okay, ich kann Fische auch auf den Kopf hauen. Ich muss sagen, ich brauche das Spiel heute, aber meine Woche. Ich muss aber sagen, ich brauche das Spiel heute, aber meine Woche war eher mäh. Oh mein Gott, armer Wolfi. Das ist ja erst recht schön, dass ich dir helfen kann. Oh mein Gott, da muss ich, glaube ich, für den Fisch aushelfen. Okay, vermutlich hätte ich beide Fische dafür gebraucht. Im Flugmodus. Oh Gott, ich brauche einen Wandsprung. Ich bin doch ein Chamäleon. Die haben doch durch ihre erhöhte Oberfläche an ihren Vorder- und Hintergliedmaßen die Möglichkeit, an Wänden hochzulaufen. Oh.
Mehr! Mein Kater, das sind Geckos. Ja, aber er. Chamäleons auch. Sowohl Geckos wie Chamäleons. Und wenn der Chamäleon zu wäre, könnte sie auch die Farbe verändern. Yum. Irgendwie muss man hier offensichtlich den Wasserstrahl ausmachen können. Ich habe ja schon irgendwie alle. Gehe Tito und Kasten Bier. Punkt. Ah, komm, ich hab schon wieder alle 5 Münzen. Nein, Chamäleons haben Krallenfüße. 2 Zehen links und 2 Zehen rechts. Haben die Krallenfüße? Haben die nicht erhöhte? Waren das wirklich Geckos, die diese erhöhte Oberflächen? Oberfläche haben und deswegen. Hm, da sind wir wohl in einer Sackgasse gelandet. Hallo Queen Bee. Yuka, Layli. Wie läuft eure Abenteuer? Wie läuft eure Abenteuer? Besser als das letzte Spiel, danke. Vierte Wand durchbrochen. Layli, nicht schlecht, auch wenn wir hier in eine Sackgasse geraten sind. Ah, gut, dass ich mal nach euch geschaut habe. Ich habe eine Idee. Gib Tito einen Kasten Bier. Macht das. Freut sich. Werft einmal diese Frostbeere in das Wasser, in dem das Kapitel gelandet ist. Was willst du von mir? Das Kapitel friert ein und das wirkt sich auf die Welt darin aus. Oh mein fucking Gott, wir können die Welt noch verändern? Oh mein fucking Gott! Alter, wie cool ist das denn bitte? Wie cool ist das denn? Okay, damit kannst du natürlich... Okay, du kannst die Welt verändern, dein Kopf fängt es an und er hört es auf. Ich finde, ja, das ist echt cool. Und es ist halt wirklich das gleiche Level. Brrr, ein bisschen kühl hier drin. Oh Gott. Dumm, 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 dumm. Kann ich dran lecken? Warum bleibt meine Zunge nicht kleben? Das Lied kennst du nicht, das von Pongs alter Band. Das kenne ich wirklich nicht. Das andere sind bestimmt gut möglich, dass es Feuerbären sind. Warum bleibt meine Zunge nicht kleben? Das ist völlig normal für die Macher des Spiels. Also, ich meine, in keinem der mir bekannten Rare-Spiele gibt es eine solche Funktion. In welchem Rare-Spiel gibt es denn diese Funktion? Na, runter! Ach, geh doch weg da oben. Na, egal. Aller dumm und dümmer, genau. Hui! Warte, ich verstecke mich. Sie wissen nicht, dass ich... Komm mal! Okay, sie wussten, dass ich komme.
Ach ja, ich kann dir nicht. Ich kann dir ja nicht von der Seite hauen. Ich kann dir nur von oben hauen. Von da oben kommt man irgendwie wieder runter. Ach, spannend. Okay. Okay. Warte, 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 warte. Komm, 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 du Mausmann. Du Mausmann. Komm, du zu mir. Lustig, wie ich rutsche. Wir waren awesome. Aha. Das ist alles? Ich dachte, hier ist mehr hier oben als einfach nur zwei. In keinem, aber in diesem Spiel war vermutlich auch noch nicht so viel Zeitdruck hinter. War im ersten Teil viel Zeitdruck? Nein, verdammt, na egal. Mehr du Mausmann. Bleib doch hier. Ach, so geil. Geh weg. Nein, ich brauch den Mausmann hier. Vielleicht brauch ich den noch nicht. Oh, ihm ist ganz kalt. Ihm ist ganz kalt. Nein. Okay, ich brauch den Mausmann doch da oben. Zum Glück habe ich den Mausmann wieder. Nein! Oh mein Gott! Wieso lol GG? Worauf bezieht sich das GG jetzt? Meine Güte, Maus halt so. Ach Mann, du Mausemann, bleib doch hier. Das waren da fünfmal was trinken. Wofür denn? Was ist denn, was ist denn, was ist denn das Trinkspiel? Nee, das erste von diesem Spiel war noch crowdfunded. Wirklich, das war crowdfunded. Als ich noch eine Rare gearbeitet habe. Ach, guck mal, jetzt kann ich da oben hoch. Was ist das da? Ich möchte es gar nicht wissen. Oh, warte mal, ich brauche den Mann. Nein, der Mann ist weg. Der Mann ist runtergelaufen. Ich muss sterben. Ich muss sterben. Ich brauche den Mann. Das war aber Freitod. Der musste sein. Mausmann. Ach, das ist ein Spawnpunkt.
Gegner spawnen tun. Aua. Aua. Zählt trotzdem. Natürlich zählt, aber das ist die Erklärung, warum ich ja sterben musste. Ich brauchte den Mausemann. Den da oben. Vorsichtig. Komm her. Komm her. Komm, 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 komm. Nein! Tot. Nein, da oben war ein Speicherpunkt. Komm ich hier wieder durch? Nein, verdammt. Na gut. Rückwärts rutschen. Vorwärts rutschen. Ah, das ist also auch der Tod. Da war noch ein Spawnpunkt für Gegner. Stimmt, da war noch ein Spawnpunkt. Ja, hätte ich nur noch machen müssen. Ich habe gedacht, dass ich aber hier... Wusste nicht, dass ich nicht mehr rolle. Oh, was ist denn mit los? Mit dem Kaninchen. Das Kaninchen stellt sich gerade richtig gut an. Armes Wolfi. Ich glaube, du solltest dabei bleiben, wenn ich sterbe und nicht, wenn ich Layli verliere. Rutscht da immer rein, ne? Boah, mal das Glas. Du sollst doch nur den Inhalt trinken, Wolfi, und nicht das Glas aufessen. Brrr, das nenne ich Veränderung. Ja, ich hatte das Gefühl, dass man die Kapitel dadurch verändern könnte. Ihr könnt bestimmt jedes Kapitel... Oh Gott, wirklich? Meine Güte. Flammenbeere, damit kann ich wieder auftun. Auftun. Und schaut mal, wer gekommen ist, während ihr da drin wart. Ja! Hallöchen, Leute! Wenn wir wissen, wo die letzte Münze ist. Wir waren ja schon drinnen. Sozusagen. Wir hatten sie ja schon. Sie war ja schon in Zungenreichweite. Tot. Mann, nö. Mausi, komm wieder. Hier. Was? Ich rollte doch. Ja, Mausi. Ich bin gerade richtig gut. Mausi. Mausi. Wolfi, wie gesagt, ich würde dir raten, noch zu trinken, wenn ich sterbe.
Alles andere wäre ein bisschen gesundheitsgefährlich für dich, würde ich sagen. Das ist doch schön, Selina. Dann hat Wolfi ja doppelt erfolgreich. War er ja doppelt erfolgreich. So, jetzt müssen wir mal, jetzt mal aufpassen, wenn wir jetzt hier da drüben. Also da oben ist der Zaubermann. Der muss leben. Komm her. Was ist denn heute los? Das ist wie ein Ballett. Springen immer schön aneinander vorbei. Wirklich, ist wie Ballett. Meine Güte, da ist die Münze. Ich lebe fast 50 Drinks durch. Oh Gott. Du Armer. Wieder Mausi, komm her. So. Oh Gott, die Rutsche. Ja, guck mal, dieser ging schneller. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!